Es waren Szenen, die an die schweren Unwetter vom Juni des letzten Jahres erinnerten. Die Wolken öffneten sich gegen 14.30 Uhr und das Unheil nahm seinen Lauf. So traf es auch wieder die Kurstadt Bad Berka im Weimarer Land. Durch die Seitenstraßen bahnte sich die braune Brühe ihren Weg und floss auf die B85 in Höhe Tiefengrubener Straße zusammen zu einem reißenden Strom. Autos versuchten anfangs noch durch das Wasser zu kommen, gaben jedoch nach wenigen Metern klein bei. Jetzt mussten die Fahrer zuschauen, gefangen wie auf einer kleinen Insel. Entlang des Brühls ergossen sich die Massen weiter in Richtung Brauhaus. Hier versuchten Feuerwehr und Angestellte mit Tischen und Blumenkübeln Herr der Lage zu werden, um die Massen in Richtung Klein-Venedig zu lenken. Ein wenig half dieser Versuch, doch ergossen sich auch Teile des Stroms in die Bleichstraße. Verglichen mit dem Juni-Hochwasser des vergangenen Jahres kann man aber sagen, dass die Bad Berkaer mit einem blauen Auge davongekommen sind. Nicht so einen Ort weiter. Treustädt in Richtung Nora hat es unvergleichbar stark erwischt. Autofahrer, die auf der Landstraße durch den Ort wollten, mussten zwangsläufig am Ortseingang ihre Fahrt beenden. Feuerwehr und Polizei mussten die Ortsdurchfahrt für mehrere Stunden sperren, da Wasser von den umliegenden Feldern und Wäldern sich seinen Weg in das Örtchen suchte und es größtenteils überflutete. Das ist Fried, das kam eine Stunde runter, oder weiß nicht. Einmal kam es von hier oben runter. Das hat ja im Garten noch oft gestanden, aber von weiter oben kam es runter. Da sind 6 Liter drin Wasser drin gewesen, auf Quadratmeter. Und da ist übergelaufen, also hat es mehr geregnet. Bei uns steht es zwar auch auf dem Grundstück, aber kann hoffentlich nicht ins Haus rein. Ja. Aber hier ist eben auch wieder. Und gegenüber die Nachbarn, die sind gerade nur so weit, dass sie reinigen durften und endlich wieder die untere Etage beziehen könnten. Und das Haus, man sieht es ja da drüben, dann steht wie eine Insel. Also ganz krass. Im Ortskern stand die braune Brühe über einen Meter hoch in den Gassen. Hilflos schöpften Anwohner den ungeliebten Gast mit Kehrschaufeln und Eimern aus den eigenen vier Wänden. So auch Manfred Zwinkmann, den das Wasser auch wie alle anderen Einwohner überraschte. Wo die Seine anfing, ist immer runter, haben geguckt, aber stark rein. Auf einmal kamen dann schon die ersten Wassermassen in die Ecken. Und dann, also für meine Begriffe war die Seine erstmals viel zu spät. Um die Leute zu informieren. Und dann kommt alles hier an den Sammelpunkt unten zusammen. Und dann ist es schon fast zu spät, irgendwas zu unternehmen. Manfred Zwinkmann sieht den Grund für den überfluteten Ortskern unter anderem in der Ortsdurchführung. Die Straße wirkt dann eigentlich wie eine Sparre, wie eine Talsparre. Und da müsste was gemacht werden, durch eine Unterführung, gemacht wird, dass das gar nicht auf das Niveau im Dorf steigen kann. Das wäre das Sinn der Sache eigentlich. Mitten im Ortskern war die Situation noch aussichtsloser. Hier hatte das Wasser so viel Kraft entwickelt, dass es zum Beispiel einen Audi A4 mit sich riss. Einige Meter flussabwärts blieb der PKW in einem Zaun hängen. Die Krone setzte dem Unwetter letztendlich einen Blitzschlag auf, der in das Gotteshaus der Treustädter einschlug. Doch hier hatten sie Glück, lediglich eine Lampe samt Fassung ist nach ersten Erkenntnissen zersprungen. Im Nachbarhaus sollen die Blitzschlagschäden weitaus größer sein. Hier sind nach Informationen der Feuerwehr auch Kabel aus den Wänden gerissen worden. Gut 3 Stunden später, nachdem das Wasser sich langsam aus dem Ort zurückgezogen hatte, begann das große Aufräumen und die Schäden wurden sichtbar. Mitgerissener Straßenbelag, Pflaster, das aus seinem Bett gerissen wurde und auch die ersten Möbel wurden vor die Tür gestellt. Und auch das Auto, das am Nachmittag im Ortskern von den Wassermassen mitgerissen wurde, kam auf einen Abschlepper. Christine Weiß, ihr gehört der Audi, wurde telefonisch über die Ereignisse informiert und wollte es anfangs gar nicht glauben. Tja, es kam Gewitter, Regen, mein Auto stand hier, hat geparkt und dann kam der Anruf, mein Auto schwimmt. Okay. So, da war ich noch zu Hause in Bad Berka, ich wohne nicht in Treustädt. Mein Auto stand bei meinen Eltern vor der Tür. Und dann kam das erste Bild. Und da war erstmal, ach du Scheiße, das Auto. Es läuft auf wirtschaftlichen Totalschaden hinaus. Aber auch die Helfer sind bei diesem Unwetter wieder betroffen. Erst vor wenigen Wochen haben sie ihr frisch saniertes Feuerwehrgerätehaus wieder übernommen. Das war im letzten Jahr schwer vom Wasser getroffen worden. Neue Türen sind jetzt reingekommen. Jetzt fangen wir wieder an als Feuerwehr. Alles raus. Warten wieder, bis irgendwas
passiert. Von Gemeinde her, sage ich jetzt mal, werden die ganzen Türen wieder rausgenommen. Von Grund auf wieder neu saniert, bis wir dann wieder hier unser Feuerwehrhaus haben, wie es eigentlich sein soll. Bis alles wieder so ist wie noch heute Mittag, wird sicher eine ganze Weile vergehen. Denn für die Treustädter gibt es nach dem Unwetter mehr als genug zu tun.